Deine Rüstung ist auch nicht so gut. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Da kommt noch einer, da kommt. Nein, nein, nein! Yo Leute, Herr Beats heißt euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es gibt heute mal wieder eine Skywars Challenge, die sehr, sehr schwierig ist, glaube ich. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Ich wollte es einfach mal live in der Aufnahme jetzt ausprobieren. Wir gehen hier rüber zu Skywars und joinen dann einfach zum Beispiel hier der Runde Western. Und ja Leute, ich weiß auch gar nicht, was für ein Kit ich nehmen soll. Ja gut, ich nehme einfach mal das Kit Hexe. So, rein aus dem Kopf jetzt hier. So, es geht nämlich darum, eine Runde komplett ohne Rüstung zu gewinnen. Ich glaube auch eigentlich, dass das Kit Enderperle oder Knüppel oder Angel nicht schlecht gewesen wäre. Aber auf jeden Fall dürfen wir jetzt heute alles benutzen, außer Rüstung. Es wird schwierig, Leute, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Es ist eine schwierige Challenge, weil man im Prinzip nur Leute töten kann, indem man sie runterschlägt. Und das ist natürlich ein großes Problem. Aber wir probieren unser ganzes Glück und ich bin sehr, sehr gespannt. Die Challenge wurde mir übrigens von einem Abonnenten in die Kommentare geschrieben, falls ihr auch so coole Challenges oder so kennt. Und ja, gesagt, okay, Beats, das gab's noch nicht auf YouTube. Dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, das würde mich richtig, richtig freuen. Oh, und da ist schon der erste Gegner. Wir haben Trank der Regeneration. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Alles klar. Das war wahrscheinlich ja direkt mal der erste Fail. Aber gut, egal. Wir versuchen es jetzt einfach noch einmal. Ich muss mir übrigens abgewöhnen, Rüstung anzuziehen. Ich darf es nämlich nicht. Und manchmal macht man das einfach so aus Reflex. So zack, okay, ziehe ich mir meine Rüstung an. Ich hoffe, mir passiert das Ganze jetzt nicht so unglücklich. So, ich würde sagen, wir bauen uns einfach mal direkt zum Gegner. Nein, nicht mit TNT. Das nicht. Wir bauen uns zum Gegner rüber. Wir haben ja noch ein Schwert, Leute. Wir dürfen ja noch ein Schwert benutzen. Das ist schon mal ein kleiner Vorteil. Aber wir dürfen wirklich nicht richtig in ein 1 vs 1 gehen. Da haben wir nämlich instant verkackt. Komm, fall runter, fall runter. Seht ihr, Leute, das meinte ich. Da war schon direkt das Problem, dass wir einfach viel zu offensiv rangegangen sind und viel zu viel Risiko eingegangen sind. Und ja, wir sind einfach nach 2 Hits oder so down. Machst du nichts? Außer jetzt die Enderperle in die Mitte werfen. Jawohl. So, was gibt's denn jetzt hier noch? Noch eine Enderperle, wunderbar. Aber wir haben noch kein gutes Schwert. Okay, immerhin jetzt schon mal ein kleines Schwert. Kisten, Kisten, wo sind Kisten? Da ist noch eine Kiste, jawohl. Was ist hier drin? What the fuck? Diese Falle, ich vergesse die immer. Nein, 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 nein. Du haust ab, mein Freund. Du haust jetzt mal schön ab. Ich habe eine Idee. Das war nicht meine Idee, Leute. Die Idee war eigentlich, so an den Rand zu gehen. Und wenn er dann kommt, sich so nach da zu porten mit einer Pelle und die da runterzuhauen. Das ist auch eine sehr, sehr beliebte Taktik in zum Beispiel Aura oder so. Und ich dachte, okay, mach's. Aber ich war ein bisschen zu spät. Leute, wir müssen uns jetzt ein bisschen konzentrieren. Ich darf jetzt nicht irgendwie so richtig verkacken. Wir müssen auch mal Erfolgserlebnisse haben. Wenigstens mal erstmal zum Beginn einkillen. Das wäre schon mal ein guter Start. Okay, Leute, die Schutzzeit ist jetzt vorbei. Da ist ein Gegner, der Pisser. Der kriegt gleich eine Stelle von Beats. So, wunderbar. Ich weiß nicht, ob er uns mitbekommen hat, ob er überhaupt mitbekommen hat, dass wir gekommen sind. Aber, what the gosh, da kommt noch einer, da kommt, nein, nein, nein! Das ist sowieso immer die komischste Sache, Leute. Man spielt, es kommt kein Gegner, null Gegner weit und breit. Und genau wenn man einen angreift, kommt ein zweiter Gegner dazu, der einen stört. Ist ja mal wieder Schicksal gewesen. Ich meine, wie soll es anders laufen? Okay, ich glaube, ich probiere noch ein paar Mal das Ganze natürlich jetzt hier mit dem Angler-Kit aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Knüppel-Kit auch nicht so schlecht ist. Wir werden ja sehen. So, der eine ist da über dem... Oh nee, okay, unter der Erde wollte ich sagen, der ist aber jetzt schon über der Erde. So, die Frage ist, wie gehen wir jetzt vor und wie greifen wir ihn an? Ich würde sagen, so! Nein, da ist... Oh mein Gott, nein, 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 nein. Ich dachte, da wäre kein Baum mehr. Leute, das gibt es nicht. Ich faile immer so unnötig, ne? Ich dachte, ja, chillig, okay, den kannst du runterhauen, wenn es gut läuft, weil da ist nichts mehr, da kann er schön aus der Welt fliegen. Aber falsch gedacht, Beats. Da sind ja noch Laubblätter vom Baum im Weg. Ja, habe ich wirklich nicht dran gedacht. Ich muss jetzt ein bisschen mehr aufpassen. Habe ich zu Beginn der letzten Runde auch schon gesagt? Ich weiß. Aber jetzt wirklich. Okay, Leute, da ist der Gegner. Ich weiß nicht, ob er uns sieht und ob er uns jetzt... Okay, ne, er sieht uns nicht, er sieht uns nicht. What the gosh, als ob er uns jetzt nicht sieht. Doch, hat er gesneakt? Ne, 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 nee, er sieht uns einfach nur nicht. Okay, wir sind über ihm und er weiß nicht, dass wir hier sind. Er weiß es nicht. Ja, doch, jetzt weiß er es. Nein, 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 nein. Okay. Er denkt, wir sind down. Er denkt, wir sind down. Nein, war das knapp. Neue Taktik, Leute. Wir nehmen das Knüppelkit und versuchen uns dann eine Angel irgendwie durch Fäden oder so zu machen. Haben wir instant. Guck mal, was das für eine Chest ist, Alter. Von so einer Chest träumt man, wenn man richtig Skywars spielt. Das ist eine Traumchest. Wisst ihr, was ich damit mache? Aus Prinzip, ich schmeiße es aus der Welt. So, Taktik jetzt. Überlegt mal. Leute, ich baue jetzt einfach zwei Steine ab, damit ich Cobblestone habe. Damit ich mir dieses Schwert machen kann. Damit ich diese Teile abbauen kann. Oh, da ist einer bei mir, da ist einer bei mir. Ich hab das Knüppelkit. Ich hab... Wieso fliegst du nicht weg? Was?
Ich dachte die ganze Zeit, ich habe mir Knüppel auf der 1. Ich dachte so, warum bekommt er keinen Knockback? Aber wir haben ihn getötet, das ist die Hauptsache. Leute, ich muss ohne Witz besser aufpassen. Und wieso hatte ich Kettenstiefel an? Das wollte ich gar nicht. War jetzt hoffentlich nicht so schlimm. Das war auf jeden Fall nicht bewusst, Leute. So, aber um wieder zurückzukommen, damit ich mir diese Angel craften kann. So, mal gucken, was uns das Ganze jetzt bringen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass wir einfach richtig failen werden, Leute. Aber richtig. Oh, fuck, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Weg hier, weg hier, weg hier. Okay. Gut, Leute, okay. Ich gehe jetzt erstmal hier weg. Vielleicht kommt er mir ja nach. So, ich gehe jetzt hier hinter. Der kommt jetzt sicherlich. Okay, nee, er traut sich nicht. Er geht kein... Ja! Ja! Geil! Geil! Einfach full Dia-Typen. Easy runtergehauen. Ich hätte wieder den Knüppel benutzen sollen. Ich glaube, das wäre ein bisschen schlauer gewesen. Oh shit, hier liegen viele Sachen. Das bringt uns allerdings nichts. Feuerresistenz trinke ich einfach mal jetzt aus Fun. Schaden kann es nicht. Und den Rest brauchen wir einfach wirklich nicht. Vor allem keine Rüstung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat sich mit einer Enderperle rübergeportet. Ich habe es nicht bemerkt. So Leute, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das die richtige Taktik ist. Wir haben nämlich dann in jeder Runde eine Angel plus ein Knüppel. Und das ist natürlich sehr, sehr viel besser, als nur eine Angel zu haben. Wir haben jetzt zum Beispiel zu Beginn der Runde instant wieder, Moment, eine Angel. Zack, hier rüber. Und wo ist der Gegner, wo ist der Gegner? Der ist oben, der ist oben. Die Frage ist, bauen wir uns jetzt hoch? Ich würde sagen, wir bauen uns einfach straight hoch. Falls wir runterfliegen, machen wir einfach einen MLG. Oder er ist in der Zeit einfach runtergegangen, ohne dass er uns überhaupt bemerkt hat. Okay, jetzt hat er uns bemerkt, nehme ich mal an. Ja, jetzt hat er uns bemerkt. Moin, moin, Gomme. Moment, ich mache das mal so. Ich nehme mir hier diesen Knüppel als erste Waffe. Bei einem 1 zu 1 werden wir ihn sowieso nicht töten können. Er baut sich eine Treppe und kommt jetzt hoch. Hau ab. Hier kommst du nicht hoch, mein Freund. Ich lasse dich hier nicht hoch. Und... Und jawohl, jawohl, wieder voll, nein, nicht voll hier, aber einen guten Typen runtergehauen. Zack, jawohl, da ist der nächste Gegner. Und da bauen wir uns jetzt rüber, hoffentlich haben wir genug Blöcke. Wir kriegen halt auch gar keinen Gegner-Loot, ne, wir kriegen null Gegner-Loot. Weil wir eigentlich alle Gegner nur töten können, indem wir sie aus der Map hitten. Weil spätestens jetzt alle so gut ausgerüstet sind, dass wir in einem 1 vs 1 mit dem Schwert null Chancen haben. So, und jetzt haben wir keine Blöcke mehr. Richtig, richtig geil, auf jeden Fall. Oh nice, da ist der nächste, da ist der nächste. Deine Rüstung ist auch nicht so gut. Als ob er uns da diesen Double-Hit gibt. Die Runden werden immer besser und besser, Leute. Die werden immer besser und besser. Ich bin zuversichtlich, dass wir hier wirklich was schaffen können. Vor allem jetzt zum Beispiel mit dieser Ausrüstung, also mit dem Goldapfel, ist schon echt nicht schlecht. Das kann uns auf jeden Fall weiterhelfen. So, ich würde sagen, wir machen uns natürlich als erstes wieder mal eine Angel. Die kann uns im Thema Doppelhits sehr, sehr krass helfen. Und wir müssen noch ein Stück Holz abbauen. Das ist immer richtig geil. Da freue ich mich immer drauf, ein Stück Holz abzubauen. So, schnell die Angel hier machen. Jawohl, das auf die 1, das auf die 3. Sehr schön. Und jetzt die Frage, sollen wir uns darüber bauen? Ich weiß nicht, ob er uns bemerkt. Ich denke mal, der hört uns. Wäre komisch, wenn nicht. Ja, wir haben ihn und er uns nicht. Wir haben ihn und er uns nicht. Richtig geil. Richtig, richtig geil auf jeden Fall. JJ. Ich habe beim Rüberbauen irgendwie immer voll die Lags. Warum? Ich verstehe das nicht, Alter. Meine Grafikkarte ist eine GTX 770 und ich habe bei dem Shader einfach so Lags. Das kann eigentlich gar nicht sein. So, in der Mitte ist einer und da geht auch die Post ab. Hätten wir eine Enderperle, Mann. Ich würde mich ja jetzt rüberbauen, aber ich bin mir sehr sicher, dass der Schlingel da Eier oder Schneebälle hat. Wir gucken einfach immer kurz nach, ob er kommt oder ob er uns anguckt. Oh, fuck. Er guckt so verdächtig weg, als würde er uns verarschen wollen. Oh. Er hatte was vor. Er hatte was vor. Vielleicht weiß er nicht, dass wir eine Angel haben. Vielleicht weiß er nicht, dass wir eine Angel... Okay, so weit kommen wir eh nicht. Nehme ich an. Ja, hau ab. Du bist... Na, als ob ich ihn zur anderen Insel geboostet habe. Aber den habe ich jetzt runter. Nein, auch nicht. Fuck, so ein Lacker. So ein Lacker. Fuck, Mann, was sollen wir jetzt machen? Ey, ich habe... Oh mein Gott, oh mein Gott. Er ist von oben runtergekommen, aber ich habe ihn. Alter, Alter. Dann ist der tot und das ist der letzte. Und der hat nicht mal so gute Rüstung. Ah, der baut sich hinten. Ach, Mann. Fuck. Was jetzt? Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh mein Gott. Leute, das wird echt schwierig. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Man könnte es natürlich sehr, sehr riskant machen. Mit einem TNT-MLG. Man kann aber auch abwarten und langweilig gehen. Das ist die Frage. Ich weiß es nicht, Leute. Ich laufe jetzt erstmal ein bisschen weg. Vielleicht kommt er uns ja nach. Der wird uns sehr, sehr sicher nachkommen. Seht ihr, Leute? Ja, 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 ja. Als ob, als ob, als ob. Wir haben gewonnen. Wir haben eine Runde ohne Rüstung gewonnen. Ohne Rüstung. Bäm.
Leute, schreibt mir weitere Challenges oder spezielle Sachen, die man in Skywars machen kann, einfach in die Kommentare. Würde mich richtig freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Daumen nach oben nicht vergessen. Ciao, euer Beast!